Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten, diesmal zu einer zeitlosen Legung. Was möchte dir das spirituelle Reich jetzt mitteilen? Welche Enthüllungen warten hier auf dich? Welche Botschaften möchte dich dringendst erreichen? Für alle mit dem Sternzeichen Schütze, Aszendent Schütze, Mondzeichen Schütze oder Venus Schütze, wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du jetzt zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich freue mich, dich hier von ganzem Herzen heute begrüßen zu dürfen. Wenn du allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut damit bist, dann bitte ich dich kurz unten in der Infobox einfach die Informationen zu entnehmen, wie das Ganze abläuft. Wenn du das aber schon vertraut ist, du mich bisher nur noch nicht kennst, dann entspann dich, lehn dich zurück. Wir beginnen gleich. Ich wollte jetzt vorab ein paar Informationen mit euch teilen. Das erste ist nochmal hier. Dieses Deck habe ich jetzt schon, verwende ich jetzt ja, ein, zwei Monate. Also für die, die es noch nicht kennen, unten ist das Deck auch angeheftet. Das Deck ist von Lisa Ehrenfried und es heißt Folge deinem Seelenweg. So sehen die Karten aus. Und dann wollte ich euch noch ein Kartendeck vorstellen, ein Orakelkartendeck. Ja, die Seelenführerkarten von Let It Go Flow. Und so sehen die von hinten aus, also allein schon, ja, dann haben wir hier die Botschaften. Also mir gefällt dieser Stil und dann haben wir zum Beispiel eine Botschaft wie Lachen oder Sei du selbst, Weinen, Mitteilen. Ja, also das sind so Seelenführer-Botschaften. Für den Alltag kann man die auch gerne gebrauchen, da habe ich eine Kooperation mit ihr und es ist wunderschön, also ich werde sie jetzt benutzen, dann werdet ihr auch ein bisschen so das Gespür für die Karten bekommen. Unten in der Infobox ist der Link und mit Sonnenherz 5 habt ihr nochmal 5% in ihrem Shop. Von Let Go Flow findet ihr auch Manifestationskerzen sowie Weißensalbei, Palo Santo. Also nutze die 5%, wenn du mehrere Dinge nochmal auffüllen musst und das Deck dich anspricht. Okay, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du eine private Legung bei mir buchen möchtest, unten in der Infobox ist meine Webseite www.sonnenherztarot.de. Darüber unterm Shop kannst du direkt eine Legung oder eine Energiesitzung bei mir buchen, was auch immer dich ruft. Und ich freue mich, dich auch persönlich zu treffen. So, meine lieben Schützenherzen, was steht an? Welche Botschaft möchte dich jetzt dringend erreichen? Was solltest du jetzt wissen? Was möchte dir dein spirituelles Reich mitteilen? Oh my goodness. Okay, wir haben hier die Gerechtigkeit, das Gericht, Gerechtigkeit, entschuldigt. Und dann haben wir die Liebenden und 10 der Stäbe, die zeitgleich zusammen rausgekommen sind. Deswegen werde ich die hier so ein bisschen zusammennehmen und die hier in die Mitte stellen. Weil interessanterweise, das ist so die Energie, die Liebenden. Es wird hier von dir gefordert, hier eine Herzensentscheidung zu treffen. Ich sehe, es gibt etwas, was dich hier belastet. Ich sehe auch, dass du viel Verantwortung trägst. Ich sehe das auch viel Verantwortung. Eventuell hast du hier Kinder, also emotionale Verantwortung ist sehr hoch bei dir, die du hier trägst. Aber ich sehe, dass du hier nicht die Botschaft, die gerade hier durchgeschossen ist, ist, vergiss nicht, dass wenn du hier Kinder hast oder in einer Partnerschaft bist oder auch Haustiere etc., alles, was Verantwortung mit sich bringt, auch eine Partnerschaft bringt Verantwortung natürlich auch mit sich, all das, vergiss nicht, dass der Bund die Liebe sein sollte. Ich habe das Gefühl eventuell, dass das Ganze, was drumherum ist, dich gerade so sehr belastet, dass du eventuell hier Partnerschaften oder Beziehungen als anstrengend empfindest und schau da mal genauer tiefer rein, was ist es, was dich hier anstrengt, ne? Weil eine Partnerschaft sollte auch, sage ich mal, gegenseitiger Halt sein, wenn es hier zwischen zwei Personen sind, ja, natürlich Schutzbefohlene, ne? Kinder, Tiere brauchen einfach, da muss man die Verantwortung für die
wenigen übernehmen. Und das heißt auch natürlich indirekt Belastung, ne? Weil man an alles denken muss und für alles da sein muss. Und natürlich kann es auch sein, dass deine emotionalen Bedürfnisse oder Bedürfnisse hier auf der Strecke bleiben und die sich hier zu Wort melden. Es ist wichtig, hier Grenzen zu setzen. Es ist wichtig, dir auch hier Hilfe zu holen. Wenn du hier in einer Partnerschaft bist, dann frage hier nach Hilfe. Wenn du hier jemanden hast, der dich unterstützen kann, frage hier nach Hilfe. Du musst nicht alles alleine machen. Und wenn es eine Partnerschaft ist, wo all die Belastung nur auf dich fällt, dann überdenke hier nochmal, wie kann man das hier verteilen. Weil ich sehe, die Balance, es ist hier nicht gerecht verteilt. Der eine macht mehr, der andere macht weniger. Und langsam gehst du an diesen Berg unter und du kannst die Liebe nicht mehr in Fokus nehmen, weil, wie gesagt, das alles andere, das überdeckt sozusagen. Das ist so, was ich hier spüre. Steh hier für deine Rechte ein. Ja, steh hier ein, fordere hier Dinge ein. Nur weil du jemanden liebst, musst du nicht alles von dieser Person nehmen und auf dich drauf tun, weil du gehst unter. Es muss hier in der Balance sein. Es muss ein Geh und Nehmen sein. Momentan sieht es danach aus, dass es dich hier auch körperlich, mental so sehr emotional belastet, dass es sich sonst auf deine Gesundheit auswirken kann. Ja, du bist kein People-Pleaser, sagt dein spirituelles Reich. Nein, nur weil du jemanden hier gern hast, ob es Freundschaft ist, Partnerschaft ist, heißt es nicht, dass du alles machen musst, um die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Du hast auch Bedürfnisse, die möchten auch wahrgenommen werden, die möchten nicht immer hinten angestellt werden, ja? Zeit und Raum für dich nehmen. Nicht immer zu jedem Ja und Amen sagen, nur weil da Liebe, ja, weil man diese Person so sehr mag, so viel Liebe für diese Person hat. Das ist sehr schön. Aber manchmal hast du schon alles voll zu tragen. Und manchmal ist es wichtig, hier zu sagen, nein, ich kann nicht, ich würde gerne, aber leider schaffe ich es zeitlich nicht. Aber leider ist es mir gerade zu viel. Setze Grenzen. Hello, wer setzt sich für dich ein? Habe doch ein wenig hier für dich was übrig. Das ist so ein bisschen deine Nachricht, die hier durchkommt. Und dann haben wir hier die drei der Münzen. Ja, miteinander, ein Füreinander. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, wo du alles machst und die anderen nicht, sondern es ist hier ein Miteinander. Auch vergisst hier nicht, wieder mehr in deinen Alltag Dinge reinzutun. Ja, wenn du hier People-Pleaser-haft bist oder das gerade momentan sehr wieder zum Vorschein kommt, vergiss nicht, dass du auch Dinge machen möchtest, die dir Spaß und Freude bringen. Ja, Dinge, wo du einfach drin aufgehst und dir auch nochmal eine Quelle der Liebe und Inspiration sind. Vergiss das nicht. Ganz, ganz wichtig. Für einige sehe ich hier eine Möglichkeit, die hier reinkommt, etwas zu tun, was dir persönliche Wachstum gibt, was dir persönlich Spaß macht und ja, was auch hier finanziell dir Fülle geben kann. Ich sehe, hier ist der gehängte Mann. Es ist wichtig, dass du hier eine neue Perspektive einnimmst. Ja, und die Perspektive ist, nur weil du jemanden lieb hast, hier nicht alles machen zu müssen. Du bist nicht für alles verantwortlich. Du bist nicht für die Gefühle und für die Dinge deines Gegenübers verantwortlich. Nur weil du die Person liebst. Nein, bist du nicht. Ja, also wenn es kein Schutzbefohlener ist. Und selbst beim Schutzbefohlenen ist es auch immer wieder wichtig, dir Zeit für dich selbst aufzunehmen. Und auch trotzdem Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Nur weil du jemanden liebst, musst du nicht immer Ja sagen. Du darfst auch Nein sagen. Du musst sogar auch lernen, Nein zu sagen. Sonst gehst du hier unter. Perspektive. Nimm eine andere Perspektive ein. Anderer Blickwinkel auf das Ganze werfen. Es gibt hier einen besseren Weg für dich. Und es wird von dir hier eine kurze Pause, ja, von dir verlangt, dass du hier nochmal komplett auf deine jetzige Situation von einem anderen Blickwinkel her darauf betrachtest. Ja, nicht von deiner Ich-Perspektive, sondern tritt da hinaus und wirf einen Blick auf die komplette Situation und was du da ändern könntest oder wie du das Ganze hier angehen möchtest. Es wird hier von dir gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Ich sehe hier ein Ende zu setzen, dass es so hier nicht mehr weitergehen kann. Und ich sehe, es gibt einfach Menschen,
die dich zurückhalten. Egal wie gern du diese Menschen hast, die halten dich einfach in deinem Sein, in deinem Tun zurück. Und es wird Zeit, dass du dich von gewissen Umständen, Situationen und Menschen verabschiedest und sagst, arrivederci, es wird Zeit für mich, ein neues Umfeld, mich zu entfalten, in einem neuen Umfeld hier wieder aufzugehen. Ja? Detox ist hier für dich auch angesagt. Okay, wir gehen über zu den Orakelkarten für meine lieben Schützenherzen. Was möchte dir dein spirituelles Reich jetzt mitteilen? Fatum, etwas, was hier für dich geschrieben ist in deinem Schicksal. Und es gibt hier kein Entkommen, kein Drumherum. Was meine ich damit? Dass zum Beispiel, es gibt gewisse Situationen oder Aufgaben, die hier für dich geschrieben sind. Oder es ist in deinem Schicksal, dass diese Person dich nur von A nach B begleitet, aber von B nach C nicht mehr. Deswegen etwas ist hier in deinem Schicksal geschrieben. Ich sehe, hier kommt auch eine Segnung rein. Du bist gesegnet. Du darfst schon mal die Dankbarkeit hier fühlen und spüren. Jetzt wird es Zeit, hier in deinem Leben Ordnung zu schaffen, in deinem Zuhause, in deinem Außen, aber auch hier innen, mal innen drin aufzuräumen, ja? Ausgewogenheit, komm in deine innere Mitte, komm in deine innere Balance, du bist aus der Balance geraten, du bist irgendwie jedermanns Hampelmännchen, everybody's darling, ja, wie auch immer, und bist hier in einem inneren Drama und Konflikt. Ja, du möchtest hier geliebt werden. Aber nimm die Perspektive ein und sag, ich bin der Segen für andere. Deswegen fang an, dich hier selber wertzuschätzen. Wow. Wow. Und die Menschen, die dich hier nicht wertschätzen, arrivederci. Das ist einfach, was ich hier ganz klar und deutlich für dich höre, für meine lieben Schützenherzen. Und wir haben hier eine Reinigung. Es wird Zeit, hier sauer zu machen. Reinige dein Zuhause mit Palo Santo, mit weißem Salbei. Ja, kannst du in dem Shop von Let Go Flow erwerben. Ja, reinige auch deinen Energiekörper, wenn du da Hilfe benötigst bei einer Energiesitzung bei mir unten in der Infobox. Kannst du das auch finden auf jeden Fall hier. Bau dein Selbstvertrauen auf. Es kann hier mir stark, habe ich das Gefühl, dein Wurzelchakra ist hier nicht im Balance. Deine Chakren sind nicht im Balance und das ist, was du auch hier spürst. Ja, Solarplexus, die drei unteren Chakren spüre ich, sind hier nicht im Balance. Selbstvertrauen aufbauen und ich sehe hier, Heilung möchte zu dir kommen. Es ist eine Situation, die dich in die Heilung bringt und die Situation möchte deine Aufmerksamkeit, weil sie möchte geheilt werden, sie möchte geändert werden und ich sehe hier, es wird Zeit für dich. Schaffe dir ein liebevolles Umfeld. Wow. Für meine lieben Schützenherzen. Sei liebevoll, schaffe dir ein liebevolles Umfeld und sei liebevoll. Handle in Liebe, zeig, wie liebevoll du bist, lass dein Ego beiseite. Insbesondere sei hier liebevoll zu dir und deinen Bedürfnissen, ist das, was ich hier höre. Ich sehe hier öfters die 333, ja. Das kann sein, dass du immer wieder über die 333 läufst. Das zeigt mir hier diesen Wachstum, der jetzt gerade stattfindet, die Weiterentwicklung und die Heilungen, der du dich hier befindest. Hinten im Deck haben wir die 21, also wir haben hier auch den Spiegelzahl 12 und 21, Quersumme wieder die 3. Kann auch sein, dass 3 deine Lebenszahl hier ist. Manifest steht drauf. Ich bin stolz auf dich. Du kannst alles manifestieren. Meister im Manifestieren. Du kannst alles manifestieren, was du dir vertraust. Möchtest, vertraust insbesondere Selbstvertrauen. Du bist hier gesegnet. Eine Manifestation kommt zu dir, eine nach der anderen. Vertraue weiterhin deiner Intuition und verbinde dich hier mit deinem höheren Selbst und fühle es. Ja, das ist hier auch was durchkommt. Insbesondere hier 22 könntest du, hier ist auch die 22, könntest du hier öfters sehen. Okay, interesting. Schütze, eine Botschaft für meine lieben Schützenherzen. Wir haben den Mond und der Mond steht für die feminine Energie. Auch hier wieder habe ich das Gefühl, deine Intuition kommuniziert hier mit dir
Und deswegen, deine Intuition erfordert jetzt deine Aufmerksamkeit, möchte deine Aufmerksamkeit in diesem Moment, um damit du hier selbstbewusst voranschreiten kannst. Der Mond ist da, das steht hier für die feminine Seite. Wir haben hier den Phönix, sei bereit, hier kommt eine riesige Erneuerung nach einer Zeit der Krise. Ja, das ist hier deine Heilung. Du steigst hier wieder neu aus der Asche auf. Wir hatten ja auch vorher hinten im Deck hier den Tod. Ja? Dann, für meine lieben Schützenherzen, was sollten Sie jetzt noch wissen? Dankeschön. So, wir haben hier, wow, Aktivierung des dritten Auges, passend hier auch, dass du hier auf deine Intuition achten sollst, Stirnchakra, innere Sehkraft, klares Sehen. Klares Sehen, klares Erkennen, Perspektivenwechsel. Ja, könnte auch sein, dass dein Stirnchakra gerade so ein bisschen nicht im Einklang ist. Ich empfehle dir hier auf jeden Fall eine Energiesitzung oder hier Musik zu hören, Frequenzmusik, hier für dein drittes Auge. Reinige dein drittes Auge. Es kommt eine große Erneuerung jetzt in deinem Leben auf dich zu, meine lieben Schützen. Schnall dich an, mach dich bereit. Das ist, was dein spirituelles Reich dir mitteilt und du spürst auch schon die Energie. Schütze dich vor harschen oder angstbasierten Energien, indem du ein Kokon heilendes Licht visualisierst, der dich umgibt. Reinigung und Schutz, schütze dich. Es gibt viele Menschen hier, die von deiner Energie hier konsumieren wollen, wenn ich so ausdrücken darf. Wir haben hier nochmal das dritte Auge. Also dein drittes Auge meldet sich. Für einige spüre ich hier eine Blockade, muss ich einfach so sagen. Deswegen bitte, 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 dein drittes Auge meldet sich hier. Dein Stirnchakra. Ja, hatten wir gerade irgendwo. Wo hatten wir das? Ah, hier. Aktivieren das drittes Auge, dritte Augechakra. Du kriegst hier immer wieder dieselbe Botschaft. Du kannst die Energie der Liebe in all ihren Formen sehen. Zum Beispiel Engel, Auren, Visionen. Du bist beschützt. Schütze dich. Also ein drittes Auge möchte hier wirklich dringend aktiviert werden, damit du dich hier schützen kannst, damit du hier die Energien auch klar erkennen kannst. Ja? Wer meint's gut, wer meint's nicht gut, weil Energie lügt nie. Menschen können dir irgendwas erzählen, Menschen können irgendwie auftreten, aber sobald du mit einer Person in einem Raum bist, sobald eine Person und du Augenkontakt aufnehmen, du spürst die Energie und die Energie lügt nie. Innerhalb Sekunden. Die Person braucht nicht mal den Mund aufzumachen. Du spürst die Energie. Wie ich immer sage, Energie lügt nie. Ja? So, in naher Zukunft möchte sich hier etwas Neues hier manifestieren. In naher Zukunft kommt hier Segnungen rein. Halte durch. Und wenn du dir jetzt irgendwie Gedanken machst, wegen schütze dich dein dritten Auge, hier kommt kein Grund zur Sorge. Du wirst hier trotzdem geschützt und unterstützt. Ja? Für einige kommt hier in naher Zukunft auch eine Liebesbeziehung rein. Da kommt was auf dich zu. Deswegen möchten hier auch dein spirituelles Reich dir mitteilen, dass du allgemein mit dem Thema Liebe, dass du Thema Liebe hier vielleicht auch irgendwie als Belastung, dass du mal alles machen musst, das irgendwie so abgespeichert hast, ob es bewusst oder unbewusst ist, dass du dieses Thema hier in die Heilung gehst und das dir anguckst, weil hier möchte etwas Neues reinkommen. Wow, wunder, wunder, wunderschöne Legung. Ich beende hier an dieser Stelle deine Legung für dich. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch ein Kommentar. Ich freue mich von dir zu lesen und wir sehen, fühlen und hören uns das nächste Mal. Ciao.